Ja, ganz herzlichen Dank, Ahmedin Idris. Wir stehen hier nicht alleine nur als Verein von Ethiopia Witten, sondern wir sind in Kooperation mit dem Future Doctors Network von der Universität hier in Witten mit unterwegs. Und ich darf Eleni kurz bitten, etwas zu der Initiative zu sagen. Ich hoffe, man versteht mich. Ich bin Eleni. Ich bin, wie gerade angekündigt schon, Mitglied von der studentischen Initiative Future Doctors Network von der Universität Witten-Herdecke. Wir haben seit 2019 eine Kooperation mit Ethiopia Witten e.V. Hatten 2020 zu Beginn des Jahres noch die Gelegenheit, uns ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, wo die Welt noch in Ordnung war, würde ich jetzt mal so sagen. Wir haben die Medizinstudenten vor Ort kennengelernt, hatten eigentlich geplant, eine Kooperation mit denen zu machen, wie wir es schon seit 20 Jahren mit den Medizinstudierenden in Albanien machen. Und dann ist leider dieser schreckliche Bürgerkrieg dazwischen gekommen. Und deswegen bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als uns mit den Medizinstudierenden vor Ort solidarisch zu zeigen. Und wir werben deswegen auch für studentische Patenschaften, wie es gerade schon erwähnt wurde. Das ist eigentlich ist das Einzige, was wir im Moment tun können. Und es ist schön, dass jetzt so viele Leute gekommen sind. Und ich glaube, das hilft den Leuten aus der Entfernung schon enorm, dass aus der Weite so viele Leute, um sich da drüber zu informieren, um einfach ihre Unterschrift zu leisten, wie das hier schon angekündigt wurde. Und ja, vielen Dank für euer Interesse und für euer Kommen.